Tag 1, Tag 0 vor der Provine. Wir haben unsere Vorbereitungen getroffen, es sind alle Termine gemacht. Die nächsten 3 Tage sind vollgestopft mit irgendwelchen Gesprächen und wir hoffen, interessanten neuen Weinen. Dieses Jahr ist nicht nur die Spannung groß, weil es geht wieder los. Es ist eine der größten Messen Europas in Sachen Wein. Aber dieses Jahr ist alles anders. Die Provine ist die letzten Jahre aus allen Nähten geplatzt und man hat sich entschlossen, die Provine aus den kleinen Hallen auszulagern und dann die großen Hallen von Halle 9 bis Halle 17 der Messe Düsseldorf zu belegen. Man soll es nicht glauben, die Hallen sind größer, doppelt so groß teilweise, aber ich glaube, sie soll ausgebucht sein. Das heißt, es werden noch mehr Leute da sein und ich als einer kleiner, armer Weinhändler habe eins meiner größten Probleme erst heute Morgen festgestellt. Ich weiß nicht, wo ich den guten Kaffee herkriege. Das war Tradition, immer durch die Österreichhalle, dann um die Ecke, da gab es lecker Kaffee. Und dann hat man sich darauf vorbereitet, was man denn als ersten Termin hatte. Diese Woche Sonntag, also morgen, ist der erste Termin um 10:30 ein Tasting mit Herrn Monego. Über was will ich berichten dieses Jahr? Erst einmal natürlich über die Eindrücke in diesen neuen Hallen, was es denn da alles so gibt. Ich selber bin natürlich wie immer auf der Suche nach Neuigkeiten, nach Ideen, nach neuen Weinen, nach neuen Weingütern. Und natürlich auch nach neuen Ideen, was man denn so in der Weinbranche Neues erleben kann. 2 Sachen sind für mich ganz wichtig. Einmal, was tut sich im Bereich Bio, kontrolliert ökologische Weine. Und ein Riesenthema, es ist noch relativ totgeschwiegen, aber meiner Meinung nach wird es ein Riesenthema sein in der nächsten Zeit. Und zwar wird es sich handeln um vegane Weine. Die Auszeichnungspflicht auf den Etiketten heißt jetzt, es werden die tierischen Produkte mit aufgeführt werden müssen. Es sind sogenannte allergene Stoffe, können im Wein enthalten sein. Es handelt sich dabei um Eiweiß und um Gelatine, die für die Klärung verwendet wird. Mittlerweile ernähren sich aber sehr viele Menschen sehr bewusst und sind zu Vegetariern geworden und darüber hinaus hat sich mittlerweile noch ein größeres Bewusstsein für die Herkunft und für die Hochklassigkeit der Produkte, der Lebensmittel durchgesetzt. Und das Thema ist halt vegan, also Ausschluss von tierischen Produkten. Das wird ein Thema sein. Bis jetzt gab es Vegan. Mal sehen, was sich so auf der Messe tut und was ich so für euch in Erfahrung bringen kann. Dann gibt es natürlich auch so Kleinigkeiten am Rande, die mich neugierig machen, die vielleicht auch euch neugierig machen. Zum Beispiel ein Thema ist Dekantieren. Bis jetzt kannte ich nur, dass man Rotwein dekantiert. Ab und an mal einen sehr hochklassigen Weißwein sollte man vielleicht auch mal dekantieren. Aber Herr Monego hat mit Bovela Dobé zusammen eine Karaffe entwickelt, in der hochklassige Sekte dekantiert werden. Ich bin gespannt, was mit der Palage passiert und wie lange denn solche Sekte dekantiert werden müssen und wie man das überhaupt macht. Ich werde auf jeden Fall euch ein Video drehen. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Eindrücke, eure Wünsche, eure Ideen mitteilt. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen berichterstattend weiterhelfen, Informationen geben oder aber ja, vielleicht ist da auch was für mich Neues bei. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir natürlich auf dem YouTube-Channel folgen, könnt da auch kommentieren. Nichtsdestotrotz natürlich auch die Möglichkeit, ihr könnt mir folgen bei Twitter, bei Google, bei Facebook. Ihr könnt mir auch auf dem Weinblatt-Blog was schreiben oder einfach mal per Mail an info@weinblatt.de. Ich werde versuchen, das entweder direkt, wenn ich es mitbekomme, direkt zu beantworten oder vielleicht mit einflechten zu lassen. Seid nicht enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe. Der Terminkalender ist total voll und ich bin so gespannt, was ich denn da alles wieder erleben darf. Und ich bin froh, dass ich euch mitnehmen kann. Die Technik begeistert. Wir werden sehen, was wir so alles auf die Wege kriegen. Ich bedanke mich fürs
Zuhören vorab und freue mich darauf, euch drei schöne, vergnügliche Tage auf der ProWein mit an die Hand geben zu können. Und dahin. Es wird lecker. Ich weiß ganz genau, dass es lecker wird. Und ich muss da durch, ich weiß. Als Weinhändler hat man schon schwer. Ja, ich freue mich. Bis dann. Bis morgen. Tschüss.